In diesem Video gucken wir uns die Software des Rode Rodecaster Pro 2, der direkt hier vor mir steht, etwas genauer an. Ist so eine Art Tutorial, könnte also etwas dauern, deswegen will ich gar keine Zeit verlieren. Los geht's. Hallo zusammen, Alex hier. Als erstes möchte ich hier in diesem Video auf ein anderes Video hinweisen, was ich schon zum Rode Rodecaster Pro 2 gedreht habe, wo ich auf diese ganze Hardware eingegangen bin und auch was die Preamps insgesamt so leisten können, die ganzen Buttons, Layouts, Anschlüsse und so weiter. In diesem Video geht es dann primär um die Software, wie man was einstellt. Und ich kann euch sagen, dass man schon einige Zeit braucht, um sich darauf konkret einzustellen, wie das ganze Menü hier auch wirklich funktioniert. Ich hatte den Rode Rodecaster Pro 1, also das Originalgerät, nicht. Und deswegen habe ich mich hier etwas einarbeiten müssen. Und wir steigen hier gleich mal ein in die Hauptansicht. Ich gehe wirklich auf alles ein. Ich versuche das Stück für Stück zu erklären, möglichst systematisch aufzubauen, dass du am Ende des Videos wirklich verstehst, wie dieses Gerät hier funktioniert. Das wäre mir am wichtigsten. Zunächst einmal ist das hier natürlich die Hauptansicht im Menü. Hier ganz oben sehe ich die Uhrzeit, die kann ich auch ausschalten. Wenn ich hier oben drauf drücke auf dieses Rode O, dann kann ich mir anzeigen lassen, welche Show ich gerade quasi eingestellt habe. Dazu dann auch später noch mehr. Ich kann hier die externe Audioausgabe sehen, das heißt, was hier über diese Channels rauskäme, wenn ich halt Lautsprecher-Monitore angeschlossen hätte. Da kann ich hier die Ausgabelautstärke sehen. Ich kann sehen anhand dieser Balken hier, dass ich gerade im Wi-Fi-Modus bin. Und ich hole mal ganz kurz meinen IKEA-Bleistift. So, hier ist der IKEA-Bleistift. Denn mit diesem Bleistift kann ich das vielleicht noch etwas besser zeigen. Hier oben auf diesem Zahnrad komme ich in die Einstellung rein. Dieser Button könnte etwas größer sein. Hier kann ich die Soundpads sehen, die ich gerade eingestellt habe. Wenn ich diese Soundpads ändere, ändert sich auch diese Einstellung hier. Wenn ich hier drauf gehe, komme ich in die Einstellung der Soundpads. Dann gibt es hier immer die Hauptmenü-Taste und hier die Zurück-Taste. Es wäre jetzt egal, ob ich Zurück-Taste oder Hauptmenü, also Hauptansicht-Taste drücke. Beide hätten in diesem Beispiel die gleiche Funktion. Dann gibt es hier alle Channels, alle Kanäle. Und zwar siehst du anhand dieser Farben bis hin zum roten, dass diese ersten 6 Kanäle hier physisch sind. Das heißt, wenn ich hier diese Slider bewege, dann bewegen sich tatsächlich auch diese Fader hier. Und damit steuere ich die Lautstärke der Spuren, ja, in der Regel für die Aufnahme. Also es kommt darauf an, wie man das Gerät eingestellt hat. Dann hier hinten habe ich nochmal 3 digitale bzw. virtuelle Aufnahmekanäle. Und wenn ich dort drauf drücke, dann komme ich in die Einstellung rein. Genauso komme ich in die Einstellung auch der anderen Kanäle rein. Mit der Besonderheit, dass wenn ich zum Beispiel hier diese blaue Bluetooth-Einstellung verändern möchte, dass ich dann hier auf Bluetooth drücken kann. Oder ich kann auch hier auf dieses Symbol drücken. Das geht bei den virtuellen Kanälen halt nur über das Touch-Display. Das sollte auch logisch sein. Und jetzt ist natürlich die Frage, wenn ich hier den roten Fader verändere, wie verändere ich den Fader hier von USB-Kanal 1, der hier zum Beispiel ist? Ganz einfach. Eigentlich nicht so einfach, man muss es wissen. Ich drücke auf diesen Kanal und kann dann mit diesem Multi-Scroll-Wheel, was ich drücken kann, aber auch drehen kann, das hat so Raster, so Klicks, dann kann ich hier die Fader-Einstellung von dem virtuellen Channel verändern. Außerdem kann ich dann hier auch noch die Hören- oder Solo-Hören-Funktion und die Mute-Funktion hier separat einstellen. Wozu es ja bei den anderen Kanälen, ich gehe hier mal ganz kurz raus, ja, so kommt man da auch hin. Man kann übrigens auch durchklicken, indem ich hier auf dieses Rad drauf drücke. So, ich bin jetzt mal wieder draußen und jetzt klicke ich mal bei dem roten Kanal hier, was der Geräuschekanal ist oder Effektkanal ist. Hier kann ich auf, ja, ich möchte es gerne ausgeben, hören, monitoren und mute, kann ich halt hier die Hardware-Buttons drücken. Und hier komme ich dann halt wirklich, nicht indem ich da drauf drücke, sondern indem ich hier auf diesen Fader drücke und dann hier zum Beispiel drauf drücke, dass ich das gerne hören möchte. Und in der Hauptansicht siehst du das dann auch, dass das hier aktiviert ist. Und es ist halt einfach ein anderes Symbol. Ne? Es ist nicht so 100% identisch mit den physikalischen und mit den virtuellen Kanälen. Jawohl, das ist also die Hauptansicht. Und es gibt noch unterschiedliche Dinge, die man in der Hauptansicht woanders konfigurieren kann.
Wo kann man die konfigurieren? Natürlich in den Systemeinstellungen. Also, ich bin gerade oben aufs Zahnrad hier gegangen. Dort komme ich in das erste Menüfenster. Dort sind Fader, Ausgänge, Smartpads, Anzeige, die Show, die ich mir einstellen kann und System. Wir gehen hier als erstes mal auf die Systemeinstellung, welche untergegliedert sind in Netzwerk, Bluetooth, MIDI, Datum, Uhrzeit, Sprache, Information. Da sind wir eigentlich relativ schnell durchgegangen. Unter Information kann ich hier ein Firmware-Update machen, auch über Wi-Fi. Ich muss hier gar nichts anschließen. So, und aktuell nutze ich hier die Software Version 1.0.7. Die Seriennummer musst du ja nicht wissen. Ja, und in dem vorherigen Menü konnte ich halt auch das Gerät zurücksetzen, alle Einstellungen zurücksetzen. Sprache sollte klar sein, Deutsch habe ich hier genommen. Die deutsche Übersetzung hat hier und da noch Lücken, die man eigentlich verstehen kann, was damit gemeint ist und manchmal auch eher lustig ist, wie das übersetzt worden ist. Hier kann ich die Uhrzeit einstellen. Das lässt sich in der Regel, macht er das digital über das Internet natürlich. Ich kann hier anzeigen lassen, ob ich das auf der Startseite anzeigen lassen möchte oder nicht. Ja, das möchte ich. Und hier kann ich die 12-Stunden-Anzeige machen, also mit AM, PM oder hier die 24-Stunden-Anzeige, so wie man es in Europa gewohnt ist. Die MIDI-Steuerung, das ermöglicht dann die bidirektionale Kommunikation mit einem Computer, das heißt das Senden und Empfangen von MIDI-Signalen halt einfach. Das nutze ich so gar nicht. Bluetooth, da kann ich natürlich zum Beispiel mein iPhone koppeln und auf dem Bluetooth-Kanal dann weitere Gäste quasi einladen, die dann auch auf der Tonspur landen. Und eine Mix-Minus-Funktion gibt es dann auch, dazu auch später mehr. Verbunden bin ich hier mit Luft, das ist mein Wi-Fi-Netzwerk, wer hätte es gedacht. Ich kann das Ganze auch mit Kabel wechseln. Jetzt würde das Netzwerkkabel hier verwendet werden, wenn ich eins drin hätte. Das Ethernet-Kabel habe ich nicht drin. Wenn ich wieder wechsle, verbindet der sich jetzt wieder mit meinem, mit Luft. Ne? Sollte klar sein. Und der erweiterte Einstellung gibt es dann nochmal IP-Adressen, Gateway und so weiter. Darüber, also das ist einfach, ja, einmal einstellen und dann kannst du es vergessen. Set and forget, würde ich sagen. Und das sind die Systemeinstellungen gewesen. Und jetzt gehen wir in die grundsätzlichen Einstellungen hier mal ganz kurz durch. Anfangen möchte ich am liebsten hier mit der Show. Jetzt komme ich in dieses Show-Menü. In dieses Show-Menü komme ich aber auch, wenn ich in der Hauptansicht bin und ich drücke hier oben auf dieses O, was sich dann noch verändern wird. Und ich kann hier quasi eine neue Show anlegen. Möchten Sie die aktuelle Show exportieren, weil der überschreibt die dann. Dieses Konzept habe ich noch nicht so 100%ig verstanden, muss ich ganz ehrlich zugeben. Auf jeden Fall macht man das in der Regel einmalig, weil man in der Regel immer die gleichen Aufnahmesettings hat oder zumindest sehr ähnliche. Ich kann hier Standard-Settings nehmen, die der aktuellen Show oder den Einrichtungsassistenten wählen. Und diesen nehme ich jetzt einfach mal. Ich möchte jetzt zum Beispiel mal mit 2 lokalen Mikrofonkanälen aufnehmen. Das ist dann 1 und 2. Und 3 und 4 stellen wir mal aus, die stellen wir mal mute. Auf Kanal 1, Mikrofon 1. Das ist interessant, hier geht dieses Scrollwheel nicht, was echt praktisch wäre. Hier muss ich auf dem Display hin und her schieben. Und das Ganze, wenn hier so Bilder drauf sind, das ruckelt manchmal noch so ein bisschen. Vielleicht wird das noch verbessert. Ich habe hier auf Kanal zum Beispiel das Shure SM7B. 55 Dezibel Voreinstellung kann man durchaus so lassen. Ich weiß, dass ich Richtung 60 oder 58 Dezibel hier für mich persönlich, für mein Setting hier, dass das hier die besseren Einstellungen sind. Ich kann hier Voreinstellungen wählen, neutral, Podcast, Studio, Rundfunk. Man kann auch noch weitere Voreinstellungen dort davor nehmen. Ich nehme hier einfach die, was habe ich jetzt genommen? Die Podcast- oder Studio-Funktion? Naja, du kannst ja zurückspulen, nochmal gucken. Auf Kanal 2, da habe ich theoretischerweise genau das Podmic. Das lassen wir auch mal so voreingestellt von der Gain-Einstellung hier. Podcast Studio, so hieß die Einstellung. Die übernehmen wir hier vom Rode PodMic oder für das Rode PodMic auch. Ich kann halt noch weitere Kanäle hier, Bluetooth leuchtet jetzt auf, hinzufügen, wenn ich da irgendein Gerät mit gekoppelt hätte, zum Beispiel das iPhone oder irgendwas anderes, Android-Phone. Klar, habe ich jetzt nicht, gehe ich auf später. Die USB-Eingänge, die gibt es generell. USB 1, USB 1 Chat und USB 2. USB 1 Chat, das ist so ein klassischer Chatkanal, Mix-Minus für Zoom-Konferenzen oder sowas. Der hat dann die meisten Einstellungen tatsächlich schon voreingestellt. Echt praktisch. Man kann das aber auch wirklich alles individuell machen. Und jetzt kann ich das Ganze sogar nochmal verschieben. Das heißt, hier vorne sind meine 6 physischen Kanäle, wie die zugewiesen sind.
Also 1 Mikrofon 1, 2 Mikrofon 2, Kanal 3, also immer hier unten analog, Kanal 3 ist Bluetooth, Kanal 4 USB 1, Kanal 5 ist USB Chat 1, also USB 1 mit der Chat-Funktion und hier der sechste Kanal, der letzte Kanal hier, der ist in der Regel auch immer rot markiert, das ist der Effektkanal, wo ich über diese Pads dann diverse Effekte auslösen kann. Und virtuell ist jetzt hier der USB-2-Kanal. Das übernehme ich auch so. Ich kann hier die SmartPad-Funktion auch nochmal ändern und die Einstellung verändern. Das möchte ich jetzt nicht. Jawohl, die neue Show, die nenne ich hier auch einfach mal Alex, weil ich ganz besonders kreativ bin. Jetzt kann ich mir hier ein Bild aussuchen aus einer mittelgroßen Auswahl. Ich nehme natürlich hier das, was ist das hier? Erdmännchen? Erdmännchen ist das, glaube ich, ne? So, Alex, das Erdmännchen, Sie können loslegen. Und jetzt siehst du, wie sich hier oben das Symbol verändert hat. Hier ist meine Show. Ich kann hier den Namen nochmal verändern. Hier das Symbol. Hier kann ich meine Aufnahmen in dieser Showstruktur sehen. Ich finde, dass daran muss man sich immer erstmal gewöhnen. Ist aber für viele Nutzer dann halt so ein bisschen von der Denkweise vielleicht einfacher. Also Show-Symbol abgearbeitet. Der IKEA-Bleistift hat uns dabei natürlich sehr geholfen. Die Anzeigeeinstellungen, die sind relativ intuitiv. Die Helligkeit kann man verändern. Einmal von dem Display hier. Ne? Ich kann es heller machen. Ich kann es manuell dunkler machen. Ich kann übrigens auch eine Autoeinstellungsfunktion nehmen. Hier ist so eine, also hier an der Seite ist so ein Helligkeitsnupsi und ja, das registriert halt die Umgebungshelligkeit. Für dieses Video stelle ich das Ganze hier mal manuell ein auf so eine mittlere Helligkeit hier. Ich glaube, so hatte ich das vorher. Und hier kann ich auch die Helligkeit der Tasten einstellen. Es gibt bei den Tasten zwei Funktionen. Einmal die Helligkeit bei einer inaktiven Taste, bei einer aktiven Taste. Und hier kann ich unterschiedliche Helligkeiten halt einfach nutzen. Du siehst jetzt, wie alle Tasten hier die gleiche Helligkeit haben, weil keine Taste aktiv ist. Bei inaktiven Tasten, alle Tasten sind jetzt inaktiv. Wenn ich hier jetzt dran drehe, dann siehst du, wie sich die Helligkeit tatsächlich von allen Tasten verändern. Ja, das hier ist schon sehr, sehr hell und ich mache das hier mal so ein bisschen dunkler. Das ist auch für die Videoaufnahme dann deutlich angenehmer, wenn das nicht ganz so hell ist. Ich kann einstellen, nach welcher Zeit das Display dimmt. Das ist dann vielleicht sinnvoll, wenn man den Rodecaster Pro 2 über USB-C per Akku betreibt und nicht per Netzteil. Wenn ich es per Netzteil betreibe, kann ich hier Dimmen nach niemals Dimmen einstellen. Genau, das sind die Helligkeitsfunktionen. Messung, das ist ganz, ganz wichtig. Ich habe die Rundfunkmessung genommen. Da halte ich eine Skala, die mir die DBFS-Markierung anzeigen für den Kanal, weil ich einfach in der Audiowelt schon ein paar Erfahrungen gesammelt habe hier und da. Deswegen kann ich das besser anzeigen. Du kannst aber auch die Standardpegelanzeige benutzen. Ich gehe mal hier in der Hauptansicht. Dann siehst du hier halt überhaupt keine Skalen, überhaupt nicht, wie stark hier irgendwie ein Kanal auspegelt. Jetzt gehe ich mal zurück. Anzeige, Messung, Rundfunk, Hauptmenü. Du siehst, wie schnell das auch gehen kann mit dem Tippen. Du siehst aber auch, wie schlimm das ist, auf dieses kleine Symbol da hier jetzt mal drauf zu kommen. Der Rest geht super zu bedienen. Und jetzt siehst du hier quasi diese Skala. Ich weiß nicht, ob du das lesen kannst. Das hier sind 0 dBFS. Das hier sind 15, das ist auch so eine Standardeinstellung der Kanäle, auch der virtuellen Kanäle, 30, 45, 60 und alles, was unter 60 dB oder dBFS dann halt ist, das ist quasi kaum noch hörbar für den Nutzer. An der Seite hängt hier gerade das Shure SM7B, das geht auf Kanal 1 schon rein und du siehst, wie leise das hier auspegelt. Huch, jetzt bin ich wieder drauf gekommen. Genau. Und wir gehen hier die Einstellung nochmal weiter durch in der Anzeige. Haptika, das Ganze hat wie so quasi auf dem iPhone die Taptic Engine, heißt das glaube ich, solche Funktionen auch, dass ich mir haptisches Feedback immer ausgeben lassen möchte oder auf Eis. Das heißt wahrscheinlich, wenn ich aufnehme, ist es deaktiviert. Auf Eis ist ja logisch, selbsterklärend. Ne? So ist das halt übersetzt. Dann gibt es diesen Rec-Button hier. Ich drücke den jetzt, um die Aufnahme zu starten und um die Aufnahme zu pausieren. Wenn ich den lange drücke, dann stoppe ich die Aufnahme. Das heißt, wenn ich aus Versehen drauf drücke, dann pausiere ich nur und stoppe die Aufnahme nicht. Kann ja sinnvoll sein. Die zweite Funktion ist hier, drücken Sie, um die Aufnahme zu stoppen. Also einfach nur kurz drauf drücken, dann stoppt er die Aufnahme und draufhalten, pausieren. Ich nehme mal diese Einstellung hier.
Das kannst du ja machen, wie du möchtest. Und das war's mit der Anzeige. Weshalb diese Knopfanzeige hier unter Anzeige ist, ich habe keine Ahnung, das erschließt sich mir nicht so hundertprozentig. Ich kann hier die Smart Pads einstellen. Das ist zum Beispiel hier Musik, die hinterlegt ist. Und diese Musik wiederum kann ich löschen, einen anderen Effekt darauf zuweisen. Ich kann den Namen ändern, die Farbe dieses Pads ändern. Jetzt ist das Pad halt rot. Und ich kann bei allen Dingen, also bei wirklich jeder Farbe, die du hier siehst, bei dem Rec-Button teilweise auch, aber bei den unteren hier nicht. Ansonsten bei all diesen Button hier kann man die Farbe halt ändern. Genau, und du siehst ja, wenn ich hier dran drehe, wie sich dann entsprechend die Farbe ändert. Wir lassen hier mal rot. Genau, und was man auch noch machen kann, wenn man hier auf Bearbeiten geht, dann kann man hier das Ganze noch so einstellen, dass man das Ganze nur abspielt, wenn es gehalten wird. Das ist umschalten, das heißt, wenn ich drauf drücke, wird es abgespielt. Wenn ich nochmal drauf drücke, stoppt es. Ich kann hier eine Schleife machen, dass sich das immer wieder abspielt und wiederholen. Ach, wenn ich neu drauf drücke, dann kann ich das, glaube ich, ja, neu abspielen oder ich kann es weiter abspielen. Ich glaube, so ist die Funktion. Ich kann mir neue Töne hier einfach mit der Rekordaufnahmefunktion hier aufnehmen. Ich kann das Ganze kürzen, ich kann das Ganze faden, indem es zum Beispiel leiser beginnt. Genau, das sind eigentlich so, ja, wenn man mit irgendeinem Audioprogramm mal gearbeitet hat, ist einem das eigentlich klar. Dann gibt es hier als nächstes diese Soundeffektfunktion im Sinne von Stimmverzerrung. Wenn ich hier drauf gehe und bearbeiten gehe, dann siehst du halt, ja, was ich hier alles einstellen kann. Dazu gleich auch nochmal mehr. Und hier habe ich zum Beispiel ein Smart Pad. Das ist auch immer abhängig von der Show, wie das Ganze hier eingestellt ist, wo ich hier noch irgendwas hinzufügen kann. Zum Beispiel könnte ich jetzt einen MIDI-Auslöser hinzufügen, könnte den hier konfigurieren, der zum Beispiel in meiner Streaming-Software die Kameraansichten verändert. Ja, das heißt, wenn ich damit dann aufnehme, mein Audio hier durchgespult wird, kann ich dann per Knopfdruck hier einfach zum Beispiel den Kamerawinkel ändern. Also zum Streamen ist das Ding wirklich sehr, sehr genial geeignet, gerade auch anhand oder durch diese Funktion. So, dann habe ich hier noch die Mischpult-Funktion. Und dort kann ich dann Geräusche wie Zensier, Trash Talk und so weiter, solche Effekte nochmal einfach einfügen. Ich kann zum Beispiel auch eine Ducking-Funktion einfügen, dass dann zum Beispiel die Töne, die parallel noch abgespielt werden, die Musik, ein Jingle zum Beispiel, dann leiser wird und meine Stimme lauter wird und so weiter. Und ja, nur wenn ich drauf drücke, ist das hier funktioniert das. Das ist die momentane Funktion, die Einrasten-Funktion ist. Ich drücke drauf, es funktioniert. Ich drücke nochmal drauf, es ist aus. Wie gesagt, die Übersetzung, die ist da wirklich nicht so gut. Wenn man das Englischen mächtig ist, kann man auch durchaus das Ganze noch im Englischen benutzen. Dann haben wir hier die Effekte, die wir noch einstellen können. Das ist zum Beispiel hier eine Roboterstimme, welcher Roboterstimme man nimmt, eine Pitch-Funktion, das heißt die Stimmen höher oder tiefer machen. Und hier ist auch nochmal tatsächlich die Feinabstimmung einfach vorhanden. Da muss man sich mal durchwuseln. Da gibt es so viele Möglichkeiten. Und dann kann man hier noch Effekte halt hinzufügen, die ich hier separat halt einfach auch nochmal aufnehmen kann. Und du merkst, dass es echt viele Funktionen sind. Und deswegen machen wir gleich mal bei den Ausgängen weiter. Die Kopfhörer-Preamps, die sind wirklich ziemlich gut, die hier drin sind. Auf Kopfhörerausgang 1, den ich dann später auch benutzen werde, möchte ich gerne Kopfhörer mit niedriger Empfindlichkeit hier einstellen, die nicht die Rode NTH sind. Oder man kann auch Kopfhörer mit hoher Empfindlichkeit einstellen. So unter 30 Ohm ist vielleicht eher hohe Empfindlichkeit. Und über 30 Ohm, vielleicht auch eher Richtung 80 Ohm, ist dann eher hier niedrige Empfindlichkeit. Und wenn du das eingestellt hast, du hast diesen Kanal etwas lauter gemacht und du benutzt Kopfhörer mit niedriger Empfindlichkeit, dann kann das sehr, sehr laut werden. Da musst du echt aufpassen, Kanäle immer auf Mute stellen, auf leise stellen hier oben und dann langsam anfangen aufzudrehen. Das ist ganz, ganz wichtig. Genau, und hier kann ich halt für alle vier Ausgänge das entsprechend einstellen und natürlich auch hier die Farbe nochmal, was ich vorhin erklärt habe, wenn ich hier durchgehe. Sinnvoll ist es natürlich, Kanal 2, dass ich hier dann die gleiche Farbe nehme, dieses Grün hier zum Beispiel. Das kann durchaus auch optisch hier Sinn machen. Dann Monitorausgabe. Was passiert mit den Lautsprechern, den Monitoren, die ich hierhin anschließen kann? In welcher Situation, zum Beispiel Automute bei Bluetooth-Ausgabe und so weiter. In der Standardfunktion, wenn ich hier Monitore angeschlossen hätte, könnte ich auch mit dem Scroll-Wheel hier, kann ich sogar. Ja, es sind nur keine Lautsprecher angeschlossen.
kann ich hier die Lautstärke übrigens ändern von der Monitorausgabe. Ein extremst wichtiger Menüpunkt für alle Streamer, für alle Menschen, die halt wirklich ihre Kanäle separat zuweisen möchten, ist hier oben die Routing- oder Routing-Funktion. Diese ist neu eingeführt worden mit einem Software-Update, die gibt es noch gar nicht so lange. Ich kann pro Aus-Eingabegerät auf dem Computer diverse Einstellungen vornehmen. Hauptmischung, das heißt, alle Kanäle werden Hauptausgabe mit einem Stereo-Kanal aufgenommen. Mix meines, das heißt dann immer, alle Kanäle werden an den Computer gesendet, abzüglich des Kanals, der vom Computer kommt, der zwar hier aufgenommen wird, aber der wird dann nicht mehr zurückgespult. Das heißt, wenn du zum Beispiel einen Zoom-Call hast auf deinem Computer, dann hört der Anrufer, mit dem du gerade einen Call machst, halt einfach sich nicht selber und dann gibt es kein Echo. Und was mega, mega krass ist, ist, es gibt auch diese benutzerdefinierte Funktion. Ich kann jetzt auch zum Beispiel sagen, an den Computer und der Angerufene, der hört alle Kanäle hier, außer USB 1. Und das wäre quasi, diese Funktion sollte eigentlich die gleiche Funktion sein wie diese Mix-Minus-Funktion. Und ja, das und Mix-Minus, das sollte im Prinzip das gleiche sein. Auf den Chat-Kanal USB 1 hast du hier auch wieder die Mix-Minus-Funktion. Hier hast du sogar vorgegeben, dass der sich dann nicht mehr hört in der benutzerdefinierten Einstellung hier. Und USB 2 kannst du das Ganze auch nochmal einstellen. Du kannst ja zwei Computer separat darüber anschließen zur gleichen Zeit am Rodecaster Pro 2. Und hier siehst du, dass der auch standardmäßig den eigenen Kanal, also USB 2, hier gemutet hat. Das sollte quasi wieder das Gleiche sein. Also die Routing-Funktion ist eigentlich ziemlich cool und wenn man sich da einmal so ein bisschen eingelesen hat, ist das auch ziemlich einfach, meiner Meinung nach. Und dann gibt es hier das Menü Hören. Im Prinzip benutze ich immer die nach dem Fader höheren Einstellung. Das ist Post-Fader und das ist vor dem Fader, also Pre-Fader. Jeder, der sich damit auskennt, der kann das ein bisschen einschätzen. Das ist zum Beispiel, wenn ich jetzt in das Mikrofon reinspreche, Shure SM7B, ich würde mich selber hören, dann ist es egal, wie ich den Fader hier hätte. Ich würde mich immer hören über die Kopfhörer mit der voreingestellten Gain-Einstellung. Nach dem Fader hören bedeutet, dass ich mich jetzt gar nicht mehr hören würde, weil der Fader genullt ist und der Fader ist halt das, was ich höre. Wenn ich dann hier Richtung 0 gehe, würde ich mich wieder in einer normalen Lautstärke hören und so weiter. Das heißt, hiermit kannst du in der Abhörlautstärke direkt die Fader, das, was du über den Kopfhörer hörst, halt einfach nutzen. Dann gibt es mehrspurige Aufnahmen. Auch diese Aufnahmen kannst du nochmal einstellen, ob du die vor dem Fader oder nach dem Fader hören möchtest. Das kommt darauf an, wie viel Arbeit du dir in der Nachbearbeitung machen möchtest. Wenn du in der Nachbearbeitung immer noch mehr machen möchtest, dann kannst du auch sagen vor dem Fader, das heißt, du mixt dann später alles selbst, oder nach dem Fader, das heißt, diese Einstellungen, die ich hier vornehme, werden auch auf der Audiospur dann so aufgezeichnet. Und hier kommt auch nochmal die Warnung, dass die Faderpositionen den Aufnahmepegel tatsächlich bestimmen. Ich benutze das in der Regel vor dem Fader. Genau, die Verarbeitung kannst du auch noch umgehen, wenn du diverse Einstellungen hier vorgenommen hast, sodass du in der Post-Production die ganze Bearbeitung vornimmst. Das möchte ich jetzt mal nicht umgehen. Und USB, da kannst du dann auch nochmal einstellen, was du dort halt einfach aufnimmst. Und da sage ich auch vor dem Fader und dann sagt der USB-Audio wird unterbrochen. Ja, ich möchte mich bewerben. Logisch. Möchte ich halt einfach. Und hier kannst du die gleichen Einstellungen halt wieder vornehmen. Genau, also das ist die Aufnahmefunktion für mehrspurige Aufnahmen. Und dann gibt es hier noch die Verarbeitungsfunktion, die Menü hinten wieder drin ist, die Masterspur oder beziehungsweise, dass das in der Masterspur dann gespeichert wird, nochmal letztendlich bearbeitet. Und zwar in zwei Varianten hier, beziehungsweise das ist die Hauptvariante hier, gibt es einen Master-Kompressor. Wie ein Kompressor funktioniert, zeige ich dir später nochmal. Und du kannst hier diverse Einstellungen vornehmen, Schwelle, Attack, Gain, Freigabe und so weiter. Und mit Drehen dieses Rades siehst du dann auch, was sich hier entsprechend verändert. Wie so ein Kompressor funktioniert, dazu halt später nochmal mehr. Finde ich auf jeden Fall ganz gut, dass alle Spuren dann diese Einbearbeitungsfunktion nochmal insgesamt unterliegen können. Die Ausgabeverzögerung, hier kannst du halt in Millisekunden Dinge einstellen oder hier plus 100 Millisekunden. Ich mache das Ganze mal aus. Wenn du zum Beispiel streamst und das Audiosignal
ist schneller als dein Kamerasignal, als dein Bildsignal, dann kannst du das hier anpassen, sodass in deinem Stream Audio und Video dann wieder synchron sind. Dann musst du halt ausprobieren, welche Latenz, welche Verzögerung bei dir vorliegt. Jawohl, dieses Menü sind wir jetzt auch komplett durchgegangen und das war ja nur das Menü, was für die Ausgänge zuständig war. Und du merkst, wie viel das nochmal so ist, dass man sich das alles nochmal so ein bisschen begreiflich machen muss, wie vielfältig dann auch die Voreinstellungen hier sind und was denn alles möglich ist. Die Fader-Einstellung, das sind die Fader, ich sag mal Schrägstrich Kanäle, kann man hier nochmal in der Funktion separat einstellen. Du siehst dann auch die Farben, wie das Ganze hier so zugeordnet ist. 6 Hardware-Fader und dann auch mal 3 virtuelle. Ich kann hier nochmal einen zweiten virtuellen Kanal hinzufügen. Ich drücke da einfach drauf und kann dann auswählen, was auf diesen Kanal aufgenommen wird. Zum Beispiel möchte ich gerne noch ein drittes Mikrofon hier hinzufügen. Dafür möchte ich den virtuellen Kanal benutzen. Ich könnte aber auch zum Beispiel Mikrofon 3 und 4 als Stereo-Mikrofone hier zum Beispiel benutzen auf diesem Kanal. Ich möchte aber Mikrofon 3 benutzen. Die Farbe blau, das ist auch in Ordnung. Klicke auf Häkchen und jetzt siehst du, dass ich hier quasi das Mikrofon 3 als virtuellen Kanal noch hinzugefügt habe. Was auch noch ganz cool ist, ich möchte zum Beispiel USB 1 Chat nicht benutzen oder nur sehr selten. Dann nehme ich diesen Kanal, ziehe diesen einfach auf diesen virtuellen Kanal und sage gleichzeitig, dass Kanal 3 mir wichtiger ist und den möchte ich gerne auf diesen physischen Kanal schieben. Und jetzt ist der auch hier. Und du siehst auch, wenn ich den hier wegschiebe, jetzt wird dieser Kanal deaktiviert. Ich schiebe mal mit dem anderen Finger dahin und wenn ich das da wieder hinschiebe, dann siehst du, wie das Ganze hier aktiviert wird. Das heißt, das sind, wie gesagt, die physischen Kanäle hier oben. Die kann ich ja hinschieben, wie ich den gerne möchte oder hier entsprechend neue Funktionen eben hinzufügen. Und wenn ich hier auf einen Kanal drauf drücke, dann kann ich diesen auch noch nachträglich ändern. Zum Beispiel kann ich auch sagen, hier auf Kanal 1, dass ich vielleicht dann doch irgendwas anderes auf diesem Kanal haben möchte, als das, was ich vorhin in der Show-Einleitung davor eingestellt habe. Ich gehe zurück, genau, und hier kann ich das Ganze wieder sehen. Und hier auf Spur 3 ist jetzt physisches Mikrofon Nummer 3 und kann hier auch wieder diverse Einstellungen vornehmen. In der Hauptübersicht kann ich jetzt sehen, dass ich gar keine Smartpads habe, weil ich hier keine ausgewählt habe. Und wenn ich hier wieder zurückgehe, dann sehe ich die entsprechend auch. So, die ganze Zeit hatte ich jetzt noch keine Micro-SD-Karte oder irgendeinen USB-Stick drin. Den habe ich hier gerade hinten reingeschmissen. Und wenn ich hier in der Hauptansicht dort drauf gehe, dann kann ich sehen, dass ich hier etwas habe. Ich kann den auswerfen, ich kann den löschen und so weiter. Kann sehen, wie viel Speicherplatz übrig ist. Ich möchte den gerne mal löschen und formatieren. Und ich bin mir sehr sicher, dass ich den löschen möchte, denn ich möchte da gleich drauf aufnehmen. Und was auch noch interessant ist, dieser Rec-Button, der war ja vorher blau. Gerade war der wieder kurz blau und jetzt ist der grün, weil ich einen Speicher angeschlossen ist, der richtig formatiert hat, wo noch Speicherplatz drauf ist, worauf ich aufnehmen kann. Genau, das war es jetzt erstmal mit der rudimentären Übersicht. Die wichtigste Übersicht und Einstellungsfunktion sind ja quasi diese Kanaleinstellung mit den neuesten und besten Funktionen. Und bevor ich damit starte, starte ich einfach auch mal die Aufnahme. Ich drücke hier den Rec-Button kurz drauf. Jetzt nimmt der auf, schreibt auf meinen USB-Stick. Ich kann hier oben die Aufnahmezeit sehen, dass ich jetzt ganze 8 Sekunden aufnehme. Shure SM7B, Kanal 1, genauso wie ich es vorhin vorgestellt habe. Ich höre mich hier über diesen Ausgabekanal 1 auch, also Kopfhörerausgang 1, auch gerade hier über meine Kopfhörer dementsprechend. Und wenn ich hier, und jetzt wird es nochmal spannend, diese pinke Taste drücke, komme ich in die Einstellung für diesen Kanal. Pinke Taste nochmal, komme ich raus. Ich kann hier auch oben auf dem Touch-Display draufdrücken, dann komme ich auch wieder in diese Kanaleinstellung hier rein. Ich kann hier nochmal mein Mikrofon auswählen, wenn ich denn doch ein anderes Mikrofon auf diesem Kanal halt einfach benutze. Aber ich belasse das einfach mal hierbei. Ich kann hier nochmal die Lautstärke konfigurieren. Und du siehst gerade auch, dass ich eigentlich ziemlich gut im Mittelfeld der grünen Einstellung hier oder des vorgegebenen Bereiches halt auspegle. Ich kann hier Phantomspeisung ein- und ausstellen und hier kann ich die Phasenumkehr ein- und ausstellen, falls mein XLR-Kabel oder das Mikrofon eine andere Polung halt einfach hat.
dann kann ich da die Phasen umdrehen. Und hier in der Hauptansicht kannst du jetzt auch gerade sehen, dass ich hier bei ungefähr minus 15 dB, das sind Minuszahlen übrigens, minus 15 dB auspegle. Ich sollte auch niemals bei so einer relativ Neutralanstellung hier 0 überschreiten, weil sonst klippt das Ganze. Und wenn ich keine Einstellung vorgenommen hätte in der Software, dann würde das gerade klippen. Jawohl, ich gehe hier nochmal auf die Einstellung zurück. Genau, hier kann ich Gain, könnte ich jetzt auch noch ein bisschen lauter machen. Ich finde so 58 dB bei diesem Gerät hier ist eine sehr, sehr schöne Einstellung an der Seite hier. Und das ist nochmal ein Bereich, der braucht im Prinzip nochmal eine Zusatzausbildung und ein Zusatzvideo, denn das ist gar nicht so einfach, das hier alles zu verstehen, was hinter diesem Fenster alles steckt. Aber ich versuche das mal in Kürze, so gut es geht, nochmal zu erklären. Zunächst einmal gibt es hier Effekte. Ich kann hier ein Echo einstellen mit sehr vielen Zusatzeinstellungen. Das ist fantastisch. So, das machen wir mal wieder aus. Dann kann ich hier einen Nachhall einstellen, indem ich auch nochmal ganz, ganz viel einstellen kann. Ich kann hier großer Saal oder zum Beispiel kleiner Raum. Aber ich bin natürlich in einem großen Saal. Genau. Dann kann ich auch noch mal diverse andere Einstellungen hier vornehmen und wie laut dieser Nachhall dann halt ist, das stellen wir auch mal wieder aus. Im Prinzip braucht man sowas tendenziell in der Praxis eher seltener. Und jetzt wird es noch mal spannend. Ich habe hier Depth, Sparkle und Punch. Das ist auf Deutsch nicht richtig übersetzt. Depth heißt Tiefe, das heißt, die unteren Frequenzen werden hier ein wenig verändert, angehoben, wärmer gemacht, ein bisschen Studio-Broadcast-mäßig halt angepasst. Sparkle sind die hohen Töne, die Deutlichkeit, wenn ich denn etwas ausspreche. Also wirklich die höheren Frequenzen werden hiermit quasi so ein bisschen, Klarheit könnte man das auch bezeichnen, angepasst. Und Punch ist in the face, glaube ich, könnte man auch sagen. Also quasi wie stark dieser Radioeffekt vorliegt. Dort werden Kompressorfunktionen und andere Einstellungen eingestellt. Das heißt, wenn ich jetzt so spreche und ich spreche in unterschiedlichen Lautstärken zum Beispiel, ich gehe mal näher dran und weiter weg. Und wenn ich hier Punch richtig hochgefahren habe, dann sollte das auch relativ gleichmäßig laut sein, egal wie nah ich dran bin. Die Depth-Einstellung nehmen wir hier auch nochmal vor. Jetzt nehme ich mal die Tiefe-Einstellung hier komplett raus und jetzt drehen wir die immer mal wieder rein. Jetzt ist die Depth-Einstellung sehr, sehr hoch und der Bassanteil ist relativ hoch. Das nehme ich mal wieder ein bisschen raus und hier die Höhen. Die Höhen sind jetzt sehr, sehr deutlich zu hören und jetzt nehme ich mal die Höhen etwas raus. Jetzt sollte das ein bisschen dumpfer und sanfter klingen. Das ist quasi, was im Hintergrund genau passiert, kann ich nicht genau sagen. Man kann diese Verarbeitung jetzt auch komplett abstellen. Jetzt findet keine Verarbeitung mehr statt. Und jetzt ist die Verarbeitung wieder mit diesen Voreinstellungen und einer hohen Punch-Anstellung hier einfach voreingestellt. Und je nachdem, welches Mikro kann ich noch hören? Ja, das dauert wahrscheinlich vom Switchen her. Und wenn man sich wirklich etwas besser mit Audio auskennt, und das wäre auch wirklich meine Empfehlung, kann man hier auch diese Funktion nicht nutzen, sondern man geht hier auf Erweitert und man kann hier mehr Effekte nutzen. Ganz wichtig ist auch noch, es gibt auch, ich lösche das mal wieder, immer wenn man von diesem Menü auf das andere Menü zurückgeht, dann kann ich das entweder speichern oder löschen und ich lösche das mal. Auf Voreinstellung kann ich hier auch diese Voreinstellung benutzen, die ich vorhin ausgewählt habe. Ich habe hier auch schon eine eigene Voreinstellung vorgenommen. Das ist zum Beispiel ein neutrales Mikrofon, Podcast Studio und Broadcast kann ich auch nehmen. Ich nehme jetzt mal die Broadcast-Einstellung. Du siehst, dass diese ganzen Regler jetzt nochmal höher gedreht sind. Und wenn ich das Ganze auf neutral habe, dann sind diese Regler hier wesentlich weniger hoch geregelt. Ich nehme mal Broadcast und gehe mal hier auf Erweitert. Genau, und das sind nochmal unterschiedliche Bearbeitungsfunktionen. Die kannst du in der Software nehmen, benutzen dann später in der Nachbearbeitung. Kannst du aber auch direkt hier im Roadcaster Pro 2 benutzen. Als erstes haben wir einen Hochpassfilter, einfach erklärt. Alle Frequenzen über 70 Hertz werden voll aufgezeichnet und alle Frequenzen unter 70 Hertz nehmen hier in der Lautheit ab. Das heißt, Frequenzen dann etwas über 20 Hertz werden hier sehr leise nur aufgenommen, kaum noch hörbar. Und hier kann man nochmal die Steile dieser Kurve hier einfach einstellen. Jetzt sind mehr Tiefen drauf und jetzt sind die Tiefen fallen halt schneller ab. Ja, und diese Standardeinstellung, die ist schon ganz gut, die kann man auch so lassen.
Vielleicht kann man das Ganze hier auch so auf ungefähr 61 Hertz lassen. Das würde mir auch reichen. Dann haben wir als nächstes ein De-Esser. Was macht ein De-Esser? Diese S-Laute, die jetzt auch kaum vorhanden sind, Shure SM7B, die kann man hier so ein bisschen rausfiltern. Das heißt, wenn ich hier den De-Esser aus habe, dann kann das wehtun. Und wenn ich den De-Esser anmache, dann könnten davon Geräusche halt einfach leiser sein. Aber das SM7B ist sowieso nicht für diese Zischlaute halt besonders empfindlich. Dann habe ich hier ein Noise Gate. Das bedeutet, alle Geräusche, die ab minus 36 dB auftreten, die werden überhaupt nicht aufgezeichnet. Das heißt, wenn ich hier so Nebengeräusche habe, ja, dann werden die gar nicht aufgenommen, weil ich quasi unter dieser Schwelle bin. Das stört mich aber so ein bisschen, wenn du irgendwie so ein Rauschen hast von deinem PC oder irgendeinem anderen Lüfter in deinem Raum, dann ist es so, dass jedes Mal, wenn du anfängst zu sprechen, das Rauschen da ist und sobald du aufhörst, sind dann alle Rauschgeräusche auch weg und das kann manchmal so ein bisschen anstrengend sein, kann man machen, muss man aber nicht machen. Und dann haben wir hier den Kompressor. Das ist das interessanteste Tool im Prinzip überhaupt. Was macht ein Kompressor? Je lauter ich werde, umso mehr wird das Tonsignal komprimiert. Und das bedeutet, dass am Ende die Lautheit nach oben hin relativ einheitlich ist. Dass wenn ich auch so ein bisschen lauter spreche, du siehst hier oben diesen roten Punkt. Jedes Mal, wenn dieser rote Punkt weiter runter geht, dann wird die Lautheit reduziert, sodass leisere Töne, also wenn ich mal leiser spreche oder auch wenn ich lauter spreche, dass es möglichst einheitlich klingt. Und hier diese Einstellungswerte, das ist nicht ganz so einfach zu verstehen. Jetzt ist als erstes mal die Frage, an welcher Schwelle tritt der Kompressor ein, in welchem Verhältnis komprimiert er. Und hier kann man so zwischen 2 und 3 zu 1 halt auswählen. Ich mache mal 2,4. Die Attack-Zeit, das heißt, wie schnell ist der Kompressor und greift in die Tonspur ein. Nach welcher Zeit wird der Kompressor wieder deaktiviert, das heißt, wird die Tonspur unverändert ausgegeben. Und das ist nochmal quasi ein Pre-Gain-Voreinstellung. Das bedeutet, wie laut ist das Geräusch, was reinkommt, wie stark soll das vorverstärkt werden. Ich kann das jetzt zum Beispiel lauter machen, sodass der Kompressor am Ende stärker eingreifen muss. Ja, also das ist quasi nochmal die Einstellung, wie laut das Signal denn reinkommt, bevor es durch den Kompressor läuft und dann aus dem Kompressor komprimiert rausfällt. Also das so im Groben und das Ganze kann man auch ausstellen. So hört sich das Ganze ohne Kompressor an. Wenn ich jetzt etwas weiter weg bin oder etwas näher bin, sollte dieser Lautheitunterschied höher sein. Jetzt habe ich ihn wieder aktiviert. Und wenn ich jetzt etwas weiter weg bin oder ein bisschen näher bin, dann sollte die Lautheit so ein bisschen angeglichener sein. Es ist so ein filigranes Instrument in der Regel. Man sollte es auch nicht zu stark benutzen. Ich kann hier auch links und rechts nochmal darauf gehen. Dann wähle ich mich quasi auch in diesem Menü durch und kann hier mal den Equalizer einstellen. Den sollte eigentlich jeder kennen. Das ist hier zum Beispiel die Voreinstellung. Und ich kann hier Frequenzbereiche aussuchen und kann die dann halt quasi lauter oder leiser machen. Du siehst zum Beispiel, dass hier, das sind die hohen Frequenzen, die tiefen Frequenzen mache ich hier mal, genau. Also hier kann ich erstmal einstellen, wo meine tiefe Frequenz sein soll. Und hier kann ich dann einstellen, wie lauter oder leiser das denn ist. Also jetzt ist zum Beispiel der Bass ziemlich krass rausgedreht und jetzt wird der Bass sehr krass verstärkt. So eine sehr Broadcast-Stimme ist dann aber auch schnell zu viel. Beim Shure SM7B reicht so eine maximal so eine ganz leichte Anhebung, wenn überhaupt. Die mittleren Tonsignale, die sind in der Stimme. Ich mache jetzt mal ein bisschen lauter, dann hört sich das so ein bisschen wie an so einem alten Telefon an. Und wenn ich diese Signale rausnehme, dann hört sich das schön weicher und wärmer an, aber auch nicht mehr ganz so deutlich. Man kann so ein bisschen so einen Badewann-Equalizer benutzen, der ist oft nie falsch. Und die hohen Frequenzen, da kann ich erstmal auswählen, dass ich vielleicht diesen Bereich nutzen möchte und das ist zum Beispiel der Bereich, der die Klarheit halt ausmacht. Jetzt sind diese S-Geräusche, diese Zischgeräusche kaum noch da und wenn ich das Ganze jetzt anhebe, ich mache es jetzt bald sehr laut, diese Zischgeräusche, die sind dann auch sehr laut da. Man kann das vielleicht auch so ganz leicht wieder anheben. Jetzt hat man diese Badewannen-Equalizer-Funktion, die für viele Stimmen sehr passend ist. Habe ich jetzt eine besonders tiefe Stimme, kann ich die Tiefen hier noch etwas weiter rausnehmen, zum Beispiel so. Oder habe ich besonders
und diese Zischgeräusche, diese S-Geräusche, dass die sehr nervig bei mir vorliegen würden, dann könnte ich hier die hohen Frequenzen etwas leiser machen. Dafür kann man den sehr, sehr gut benutzen. Dann gibt es noch den Exciter, das heißt, dass die Stimme dann etwas interessanter sich anhört. Damit kenne ich mich jetzt nicht 100%ig aus. Nach oben und nach unten hin kann man so harmonisch das Ganze nochmal anpassen lassen. Panning, das ist natürlich links oder rechts, also wie stark auf welcher Seite, auf welchem Kanal ich dann zu hören bin. C steht für Center, das heißt, jetzt bin ich wieder genullt und bin im Stereobild genau in der Mitte. Das Interessante ist wirklich, dass ich das pro Kanal einstellen kann. Das heißt, wenn du in einem Podcast zwei Hosts hast, also zwei Leute, die den Podcast halt einfach zu hören sind, dann kannst du den einen eher links und eher rechts im Ton haben, sodass, wenn du eine Kamera zum Beispiel auch aufgestellt hast, Videopodcast, dass der, wenn der eine links sitzt und der andere rechts sitzt, dass man dieses Panning auch so ein bisschen demnach entsprechend anpassen kann. Kann man auch später digital machen, kann man aber auch hier drin direkt jetzt vornehmen. Ein Hochpassfilter, da brauche ich nicht mehr drauf eingehen, weil wir jetzt alles durch haben. Da waren wir ja schon am Anfang. Also da sind auch nochmal ganz, ganz viele Funktionen, die hier nochmal drinstecken. Man kann aber auch diese Verarbeitung halt einfach ausstellen und das Ganze in jeder Software am Computer dann entsprechend nachholen. Das würde dann auch gehen. Man kann das aber auch einschalten. Und wie gesagt, ich lösche jetzt mal alles. Voreinstellung Podcast Studio kann man auch so benutzen. Man kann das so lassen. Und wenn man dann zum Beispiel eine sehr tiefe Stimme hat, man will die Tiefen etwas raus haben oder man will eine höhere Komprimierung haben, dann kann man hier auch einfach mit dem Punch, Depth und Sparkle Regler etwas einstellen. Ich glaube, ich bin schneller durchgekommen, als ich dachte. Aber das war noch nicht alles. Also hier habe ich ja nochmal Einstellungsfunktionen, wo ich jetzt gerade nichts mehr vornehmen kann. Ich kann hier aber die Kanäle durchschalten. Jetzt bin ich bei Kanal 2 zum Beispiel. Dann bin ich hier auf dem Bluetooth-Kanal und so weiter. Und auf jedem Kanal sieht dann dieses Menü teilweise nochmal anders aus. Ich kann hier auch eine Verarbeitung bei Bluetooth-Eingängen, kann ich hier auch vornehmen. Und vor allem kann ich hier das Ausgaberouting oder Routing mal wieder einstellen, was jetzt nicht geht, weil ich glaube ich gerade aufnehme und du könntest hier auch den Pegel nochmal einstellen und bei USB 1 Ausgabe kannst du auch nochmal das Routing einstellen, die Verarbeitung und so weiter. Also diese Einstellungsvielfalt, die ist extrem gut. Du kannst so viel direkt an dem Rode Rodecaster Pro 2 machen, während du aufnimmst und die Nachbearbeitung kann auf ein Minimalniveau gehalten werden, also Richtung wirklich Null. Und das ist wirklich sehr, sehr genial. Ja, und was natürlich neben diesen ganzen Effekten sind auch sehr laut. Also man kann das auch schön über den Fader hier dann leiser machen. Ne? Ich nehme mal die Musik hier oben und hier kann man auch wunderbar das Ganze dann halt langsam lauter machen. Genau, das funktioniert eigentlich auch recht gut. Was natürlich auch in keinem Video über den Rode Rodecaster Pro 2 fehlen darf, sind dann diese Geräusche halt einfach das zu verändern. Aber ganz ehrlich, irgendwann hat man das einfach ausgespielt und dann macht das keinen Spaß. Doch, es macht Spaß, verdammte Scheiße. Verdammt nochmal, ist das geil. So. Jetzt ist aber wirklich... aber jetzt haben wir wirklich hier genug rumgespielt. Das Video ist auch, glaube ich, wirklich lang genug geworden. Du siehst aber, ich bin hier im Großen und Ganzen alle Einstellungen durchgegangen. Also der Rode Rodecaster 2 Pro 2 bietet sehr, sehr viele Funktionen, Einstellungsfunktionen und so weiter hier. Also das ist wirklich enorm, was man damit alles einstellen kann. Aber es ist nicht alles so hundertprozentig intuitiv, alles sofort zu finden, sofort einzustellen oder wenn es mal irgendwie so eine Fehlfunktion gibt oder irgendetwas, dort den Fehler zu finden, das ist nicht immer so leicht, das kann schon mal ein bisschen anstrengend sein, aber insgesamt sind die Möglichkeiten halt wirklich sehr, sehr enorm. Ja, und ich hoffe, dass dir dieses Video etwas dabei geholfen hat, den Rode Rodecaster Pro 2, jetzt haben wir es wieder richtig, etwas besser zu verstehen oder verstanden zu haben. Und jawohl, das war's von mir von meiner Seite. Über ein Like würde ich mich sehr freuen. Du kannst dir auch das andere Video, was ich bereits gemacht habe, nochmal angucken. Du kannst diesen Kanal auch kostenlos abonnieren, diese Glocke, damit du zukünftig kein Video mehr verpasst. Und in der Videobeschreibung zu diesem Video sind auch Links zum Rode Rodecaster Pro 2. Und wenn du darüber etwas kaufst, unterstützt du mich. Ich kriege eine Provision. Ganz herzlichen Dank für deine Unterstützung. Und dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Video. Ciao.